Ob mit Fleisch, vegetarisch, vegan, süß oder sauer. Beim Streetfood Festival auf der Planke Nord in Mainz ist für jeden kulinarischen Geschmack garantiert etwas dabei. Zum Beispiel Mojito-Marshmallows. Lecker. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Ob Amateur oder Kochprofi, jeder kann hier sein Können präsentieren. Professionelle Gastronomen nutzen das Festival zu einer Art Marktforschung, um neue Produkte auf geschmackliche Kompatibilität hin zu testen. Wie hier im Falle des japanischen Snowflake-Eises, das übrigens äußerst lecker ist. Wir waren in Japan und haben uns mal angeschaut, was es dort für neue Lebensmittel oder überhaupt Lebensmittel gibt. Und das ist eine ganz traditionelle Eisgeschichte aus Japan. Dort wird Wasser oder Gerstentee hier auf der anderen Seite geschabt vor dem Gast und dann mit Toppings versehen. Wir haben hier Yuzu, grüner Tee, Erdbeere und dann mit gesüßter Milch oder mit anderen Toppings versehen. Streetfood-Festivals haben sich innerhalb weniger Jahre zu einem regelrechten Trend entwickelt in ganz Europa. Einige Standbetreiber, wie Fischart aus Kopenhagen, betreiben regelrechtes Festival-Hopping. Nun, weil wir sind eigentlich bundesweit oder europaweit auf diesen Festivals unterwegs, mit mehreren Ständen. Zum Beispiel morgen sind wir in Stuttgart auf, morgen sind wir hier, morgen sind wir in Stuttgart. Nächste Woche geht es nach Siegen, geht es wieder nach Linz, Graz. Zürich, immer quer durch. Streetfood-Festivals sind also der neue Festivaltrend. Im Grunde genommen sind sie ja nichts anderes als gediegene Open-Air-Gelage mit musikalischer Begleitung. Wir wünschen guten Appetit.